Nur die ergangenen Gedanken haben Wert. Wer ein Warum hat, dem ist kein Wie zu schwer. Viele sind hartnäckig in Bezug auf den einmal eingeschlagenen Weg, wenige in Bezug auf das Ziel. Mit Freude, nicht mit Leiden, macht den Freund. Gott ist eine faustgrobe Antwort, eine Undelikatesse gegen uns Denker. Im Grunde sogar bloß ein faustgrobes Verbot an uns. Ihr sollt nicht denken. Sind doch alle Ordnungen des Menschen darauf eingerichtet, dass das Leben in einer fortgesetzten Zerstreuung der Gedanken nicht gespürt werde. Jedes Wort ist ein Vorurteil. Das Leben ist wert, gelebt zu werden, sagt die Kunst, die schönste Verführerin. Das Leben ist wert, erkannt zu werden, sagt die Wissenschaft. Wir leben in einem System, in dem man entweder Rat sein muss oder unter die Räder gerät. Im Gebirge der Wahrheit kletterst du nie umsonst. Entweder du kommst schon heute weiter hinauf oder du übst deine Kräfte, um morgen höher steigen zu können. Die Wahrheiten der Menschen sind die unwiderlegbaren Irrtümer. Es ist doch nicht genug, eine Sache zu beweisen. Man muss die Menschen zu ihr auch noch verführen. Heute ist die Utopie vom Vormittag, die Wirklichkeit vom Nachmittag. Man verdirbt einen Jüngling am sichersten, wenn man ihn verleitet, den Gleichdenkenden höher zu achten als den Andersdenkenden. Tatsachen gibt es nicht, nur Interpretation. Wenn man viel hineinzustecken hat, so hat ein Tag 100 Taschen. Den Stil verbessern, das heißt den Gedanken verbessern. Kein Sieger glaubt an den Zufall. Das ist mein Weg. Welches ist dein Weg? Den Weg gibt es nicht. Mit einer sehr lauten Stimme im Hals ist man fast außerstande, feine Sachen zu denken. Man widerspricht oft einer Meinung, während uns eigentlich nur der Ton, mit dem sie vorgetragen wurde, unsympathisch ist. Etwas Kurzgesagtes kann die Frucht und Ernte von vielem Langgedachten sein. Die Kraft steckt in der Qualität. Gelobt sei, was hart macht. Die Deutschen haben das Pulver erfunden. Alle Achtung. Aber sie haben es wieder gut gemacht. Sie erfanden die Presse. Man erkennt einen Philosophen daran, dass er drei glänzenden und lauten Dingen aus dem Wege geht. Dem Ruhme, den Fürsten und den Frauen. Womit nicht gesagt ist, dass sie nicht zu ihm kämen. Unsere Pflichten, das sind die Rechte anderer auf uns.
Was ist Originalität? Etwas sehen, das noch keinen Namen trägt, noch nicht genannt werden kann, ob es gleich vor aller Augen liegt. Wie die Menschen gewöhnlich sind, macht ihnen erst der Name ein Ding überhaupt sichtbar. Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Der Mensch ist unendlich größer als der Mensch. Im Lobe ist mehr Zudringlichkeit als im Tadel. Die einen werden durch großes Lob schamhaft, die anderen frech. Man belohnt seinen Lehrer schlecht, wenn man immer sein Schüler bleibt. Bei der ungeheuren Beschleunigung des Lebens werden Geist und Auge an ein halbes und falsches Sehen und Urteilen gewöhnt. Kunst kommt von Können. Käme es von Wollen, so hieße es Wulst. Das absolute Wissen führt zum Pessimismus. Die Kunst ist das Heilmittel dagegen. Die Insekten stechen nicht aus Bosheit, sondern weil sie auch leben wollen. Ebenso unsere Kritiker. Sie wollen unser Blut, nicht unseren Schmerz. Wer seine Gedanken nicht aufs Eis zu legen versteht, soll sich nicht in die Hitze des Streits begeben. Die Menschen drängen sich zum Lichte, nicht um besser zu sehen, sondern um besser zu glänzen. Die stillen Gedanken sind es, welche den Sturm bringen. Gedanken, die mit Taubenfüßen kommen, lenken die Welt. Die Hoffnung ist ein viel größeres Stimulans des Lebens als irgendein Glück. Mancher findet sein Herz nicht eher, als bis er seinen Kopf verliert. Allgemein ist die Hast, weil jeder auf der Flucht vor sich selbst ist. Formel meines Glücks: ein Ja, ein Nein, eine gerade Linie, ein Ziel. Geschichte handelt fast nur von schlechten Menschen, die später gut gesprochen worden sind. Bei den größten Männern muss man immer noch sagen: möchten sie etwas mehr Genie und etwas weniger Schauspieler sein? Die Frau war Gottes zweiter Fehler. Man hört nur Fragen, auf welche man imstande ist, eine Antwort zu geben. Nicht fort sollt ihr euch entwickeln, sondern hinauf. Man ist ein Mann seines Faches, um den Preis, auch das Opfer seines Faches zu sein.